Langsam ist Erntezeit. Jetzt werden die Zucchini nach und nach reif. Das sind schöne große. Und auch eine schöne große Gurke haben wir schon geerntet. Und jetzt kann man auch noch mal welche ernten. Ich nehme dazu einfach immer so ein Schneidemesser. Und dann kann man die einfach abschneiden. Das geht ganz einfach. Man muss halt immer aufpassen, dass man nichts verletzt an der Pflanze. Hier unten ist auch so eine gelbe. Vielleicht fehlt da auch schon wieder ein bisschen das Wasser. Wie man sehen kann, ist die Erde schon echt sehr trocken. Die Tomaten, das sind auch schon die erste reif. Bei den kleinen vor allem. Und die sind echt lecker. Die kann man direkt so in den Mund stecken und essen. Hier seht ihr eine echt lustige Gurke. Ich finde, die hat sowas von einer zusammengerollten Schnecke. Und ihr seht, hier ist auch schon die nächste bald reif. Und die Gurkenpflanze ist dieses Jahr echt riesig geworden. Die wächst hier schon den Rosenbogen hoch. Das wird wirklich eine tolle Ernte geben. Und hier seht ihr die Auberginenpflanze. Da hängen auch wahnsinnig viele dran. Die müssen noch größer werden. Und schaut mal die Pflanze an. Das ist doch wirklich eine tolle Ausbeute, oder? Hier seht ihr unsere kleine Physalispflanze und hier die großen. Die großen sind noch nicht reif, aber bei den kleinen, schaut mal, da fallen schon ganz viele runter. Wenn die vertrocknet sind und runterfallen, dann sind sie eigentlich auch reif. Wenn wir die mal auspacken, dann sieht man die gelben Früchte. Die kleinen sind eher gelb. Und die großen dann eher orange. Wenn sie grün sind, sind sie nicht reif. Aber so schmecken sie ganz gut und man kann sie schon essen. Ja, lecker. Und jetzt müssen wir die einfach einsammeln. Auch da, wenn es viel regnet, kommen irgendwann die Schnecken und fressen sie weg. Das ist natürlich schade. Hier ist eine grüne, die kann man so nicht essen. So, das war schon unsere Ernte. Hier sind auch noch rote und weiße Träubler. Jetzt wird alles so nach und nach reif, natürlich auch die Brombeeren. Und wie man hier leider auch sehen kann, die blöden Ackerwinde, die Schlingpflanzen überwuchen hier schon wieder die Erdbeeren. Das heißt, es muss im Herbst alles mal raus, auch die Erdbeeren und tief umgegraben werden. Schaut gerne auch in meine anderen Videos rein. Abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar rein, was bei euch gerade reif ist. Bis bald und viele Grüße.